Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Steineisammler. Heute mal wieder mit Achaten. Die Geschichte dazu, wie ich zu diesen Achaten kam, ist relativ lustig. Und zwar zum 1. Mai machen wir jedes Jahr einen Ausflug, meine Frau und ich. Ich habe auch Kinder, die sind dann bei Oma und Opa. Und dieser Tag gehört dann nur uns. Wir waren letztes Jahr in der Ostsee, wir waren vorletztes Jahr in der Ostsee. Vorletztes Jahr war es sehr anstrengend, weil wie gesagt, es ist ja nur ein Tag. Das heißt, wir sind zur Ostsee gefahren und wieder zurückgefahren. Fahrzeit fast 6 Stunden, eine Strecke. Und da habe ich gesagt, lass uns doch dieses Jahr anstatt am Meer einen Spaziergang machen, einfach mal bei Ida Oberstein einen Spaziergang machen. Da gibt es den... Wie heißt er nicht Mineralienweg, sondern, oder heißt er doch Mineralienweg? Nee, Edelsteinweg, so nennt er sich. Das ist ein Spaziergang, 15 Kilometer, einmal um Ida Oberstein drumherum. Und ja, das fand meine Frau schön. Wir sind ja nicht zum Sammeln hin, sondern zum Spazieren. Und naja, ich hatte nicht wirklich Bock zum Spazieren und habe dann einfach mal ganz bewusst im Wald eine falsche Abbiegung genommen. Und dann sind wir im Wald einfach so ein bisschen, ja, planlos umhergelaufen. Und dann kam das große Glück. An einer Stelle war der Waldweg ziemlich kaputt. Da waren ein paar große Fahrzeuge lang gefahren. Keine Ahnung, ob sie da Baumfällarbeiten gemacht haben oder was auch immer. Denn oftmals die Waldwege, wenn sie jetzt so Kieswege sind, die sind aus Steinen von Ida Oberstein gemacht worden. Und teilweise die älteren, die sind noch aus Abschutt gemacht worden. Und in dem Abschutt habe ich an dieser einen Stelle zum Beispiel den hier gefunden. Versteinertes Holz aus Amerika. Ja, sowas kann man dann da mit Glück finden. Und wenn man ganz viel Glück hat, kommt man an eine Stelle, wo ein Weg ganz frisch gemacht wurde. Der muss wirklich jetzt in der Woche gemacht worden sein. Ja, den Weg sind wir dann lang gelaufen, haben uns schön unterhalten, immer schön Blick gen Boden. Und da sind dann teilweise wirklich ganze Mandeln hervorgekommen. Vieles ist natürlich auch kaputt, weil der wird ja nicht nur ausgeschüttet, sondern wird ja auch nochmal platt gedrückt mit so einem Rüttler. Aber ich habe relativ viele Sachen gefunden. Und das sind jetzt nur die Sachen, die ich aufschneiden möchte. Mit dabei war dann auch sowas. Ja, lag Gott sei Dank richtig rum. Den werde ich nicht aufschneiden, den werde ich einfach nur schleifen. Oder der lag auch einfach da drauf. Auch den werde ich einfach nur schleifen. Mitten im Waldweg. Also, falls ihr nicht wisst, wo ihr suchen sollt, geht durch den Wald, guckt auch auf den Wegen, guckt an den Rändern von den Wegen. Da hat meine Frau nämlich auch ganz tolle Sachen gefunden. Hier zum Beispiel der hier lag am Wegrand. Also, wenn der Weg so ein bisschen begradigt wurde, bisschen reingesetzt wurde in die Erde. Einfach mal gucken. Änderung kann man jetzt nicht so sehen. Machen wir mal nass. Wie gesagt, lag einfach am Wegrand. Oder was ihr auch machen könnt, wenn ihr das Glück habt und kommt irgendwo vorbei, wo gerade gebaut wurde, sei es jetzt ausgebaggert für den Keller vom Haus oder ausgebaggert für einen neuen Weg oder was gibt es noch für Sportplätze, was auch immer, guckt da auch definitiv vorbei. Da habe ich das Ding hier gefunden. Es ist jetzt nicht sehr gut zu erkennen. Hier ist fast gar nichts. Hier geht es relativ weit hoch. Der untere Bereich hier, der ist super dreckig. Den habe ich auch mit der Bürste nicht wirklich sauber gekriegt. Das ist Achat. Hier oben ist Quarz.
mit Rauchquarz und auch dreckig hier drinne. Jo, von der Baustelle. Also haltet immer die Augen offen. Und die Stücke hier, die stammen jetzt, so wie auch der hier, die stammen jetzt wirklich aus dem Kiesweg. Weil der Kies wird, wie schon gesagt, direkt von Ida Oberstein genommen. Da tut man nicht von weit weg das anschippern. Man hat es ja vor Ort. Wie man sieht, auch teilweise noch im Stein drinne. Und da weiß ich, den werde ich nicht rauskriegen. Also da werde ich das Ganze bearbeiten mit dem Stein. Sieht übrigens sehr schön aus, ja, wenn der Stein noch mit dabei ist. Muss man jetzt nicht unbedingt versuchen kaputt zu kriegen, sondern behaltet es ruhig so und bearbeitet es im Ganzen. Ich blende jetzt mal ein Bild ein, wie der Kiesweg ausgesehen hat.